Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Parfüm Dreams Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist einer der, ich sag mal, beliebtesten Adventskalender, die es jedes Jahr so gibt. Und für 59,95 kann man sich das Schätzelein nach Hause liefern lassen. Denn Parfüm Dreams ist ja auch nur online erhältlich, glaube ich. Also ich habe noch nie gesehen, dass es wirklich Drogerien gibt. Gehört aber zu Douglas. Ne? Also du bekommst auch Douglas Adventskalender und Douglas Eigenmarkenprodukte bei Parfüm Dreams. Genau, hier haben wir ein Kläppchen Adventskalender, der sehr hübsch ist, finde ich. Aber die letzten Jahre waren noch schöner. Also gut, das ist hier ganz nice gemacht mit diesem Vieh, aber noch cooler war das so mit dem Rentier und so, ne? Aber gut, trotzdem, ich mag es auch, sehe ich jetzt auch gerade in der Kamera, wie das so changiert, ne? Richtig, richtig nice. Oi, aber wir gucken mal rein. Der 1. Dezember startet aromatisch und wir dürfen uns ein bisschen eincremen mit einer Bodylotion von 417 oder 417, keine Ahnung, Serenity Legend Aromatic Refreshing Body Lotion. Hier sind 25 Milliliter drin, das ist so eine entspannte Reisegröße, würde ich es einfach mal nennen, ne? Also das würde ich vielleicht einmal, anderthalbmal Körper von oben bis unten eincremen verwenden können. Oh, das riecht aber wirklich intensiv, also es ist noch verschlossen, aber ich nehme einen sehr intensiven Duft wahr. Am 2. Dezember kommt ein Klassiker um die Ecke von L'Occitane. Das ist eine schöne Marke. Und das ist eine Concentré de lait Amande. Ist es auch wieder zum Eincremen? 20 Milliliter? Ich guck mal. Tatsächlich, okay. Also nochmal Körper eincremen. Das ist jetzt ein bisschen weird, aber gut. Ja, ist jetzt halt so auch mit dabei. Zweimal Körpercremes hintereinander finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Das hätte man besser verteilen können. Manchmal kann aber der Adventskalender-Hersteller, also Parfüm Dreams in dem Sinne, nicht wirklich beeinflussen, welche Produkte von der jeweiligen Marke zur Verfügung gestellt werden, um es in den Adventskalender mit reinzupacken. Hätte man aber vielleicht trotzdem die Reihenfolge etwas ändern können. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, ließ sich leider ein bisschen schwer rausnehmen. Hier haben wir eine Lippenpflege drin enthalten mit Lichtschutzfaktor 25. Das finde ich sehr, sehr gut von Bell Hypoallergenic. Ein veganes Produkt und ja, Allergie getestet steht hier drauf. Also definitiv ein sehr, sehr praktisches Produkt und auch im Winter können wir ja Lichtschutzfaktor gebrauchen. Die Lippen werden so häufig vergessen, das sollten wir unterbinden. Hier haben wir die Nummer 4. Ein Klassiker im Parfüm Dreams Adventskalender, denn das ist das Moroccan Oil, 10 Milliliter, das ist für die Haare und ja, das soll die Haare, also die Haarspitzen und Haarlängen sehr schön pflegen und ja, Antifrizz und so ist halt dann ganz angenehm, gerade im Winter, ne? Wenn man dann mit Mütze rumläuft oder trockene Heizungsluft und so weiter, dann macht es bei meinen Haaren auch gerne so frrrt. Wir bleiben bei den Haaren am 5. Dezember, da habe ich was von Revlon, Restart Hydration Moisture Rich Mask. Genau, also wenn man dann halt einfach die Frizzgedönsen hat und so, ne, Kerabiotic Probitain, 30 Milliliter, also eine Haarmaske. Ja, definitiv sehr praktisch, sehr brauchbar, aber auch hier muss ich leider sagen, das haben die blöd aufgeteilt, ne, wieder zwei Haarprodukte hintereinander, Zum 6. Dezember bekommen wir eine Full-Size-Anpflege, was ich wundervoll finde. Dekorative Kosmetik hätte ich auch hart gefeiert, vermisse ich auch noch ein bisschen. Limited Edition von Weleda, Komfort, eine Aroma-Creme-Dusche, Behaglichkeit für Körper und Sinne. Mit Star-Anis, Vanille und, also Stern-Anis, Vanille und Limone. 200 Milliliter sind hier drin, das hört sich auf jeden Fall nach einem Produkt an, was sehr, sehr weihnachtlich sein wird. Und was ich hier so rausrieche, ist es das auch. Also sehr würzig. Interessant. Parfüm-Miniaturen-Liebhaber werden hier auch ihre Freude haben. Denn wir haben hier ein Produkt drin. Das ist eine Parfüm-Miniatur von Ariana Grande. Und zwar 6,5 Milliliter von einem Parfum, wo ich nicht weiß, wie es heißt. Also weiß ich nicht, wie das heißt. Aber es sieht schon mal sehr, sehr hübsch aus. Ne? Kann man sich natürlich auch umfüllen, wenn man nicht gerne mag, dass man halt keinen Sprayer mit dabei hat. Oder man sammelt die Dinger, also diese Flakons, ne? Entschuldigung. Ja, finde ich gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da haben wir ein Produkt drin, was mir auch bekannt vorkommt. Also hatten wir das letztes Jahr in diesem oder einem anderen Adventskalender drin. Von Melvita ein Damascena Rosen Floral Water mit 28 Millilitern. Ich meine nämlich, dass das ein Toner ist. Also dass man halt wie Rosenwasser halt, ne, das verwenden kann, um die Haut, also Feuchtigkeit spenden, genau, um die Haut auf die nachfolgende Pflege vorzubereiten. Musst du nicht abwaschen, kannst du einfach drauf lassen, sollst du nicht schlucken. Läuft. Ja,
In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Haarpflegeprodukt freuen. Das ist von Revlon, ein Shampoo, Unique 100ml. Und ich meine, dass ich davon auch schon mal dieses Spray oder so in Anwendung hatte. Das war mir aber ein bisschen zu reichhaltig. Auf das Shampoo bin ich gespannt. Wow, in der Nummer 10 darf es mit Drunk Elephant weitergehen. Das ist ja richtig krass. Und zwar das Protini Polypeptid Cream Produkt mit 5ml. Ein Gesichtsmoisturizer, was Feuchtigkeit spenden soll. Ja, das macht ein Moisturizer, also quasi eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Sehr, sehr, sehr cool. Auch wenn 5ml relativ klein ist. Aber Drunk Elephant ist eine sehr hochpreisige Marke. Ich bin hier jetzt beim 11. Dezember und ich vermisse wirklich dekorative Kosmetik. Ich bin ehrlich, ne? Mensch, da sind wir wahrscheinlich die letzten Jahre auch ziemlich verwöhnt worden. Von S. Oliver habe ich For Woman Scent of You 75ml von einem Duschgel. Also wir dürften duschen gehen. Das finde ich sehr, sehr nett. Die Düfte von S. Oliver unter der Dusche mag ich gerne und auch zum Eincremen. Sie verfliegen halt super schnell. Also du hast wirklich dann in dem Moment den Duft, ne? Das bezieht sich leider auch auf die Sprühdüfte meiner Meinung nach. Also die halten bei mir nicht lange. Zur Halbzeit am 12. Dezember macht der Adventskalender das, was er gerne die Jahre davor auch gemacht hat. Nämlich beglückt er uns mit gleich zwei Produkten in einem Kläppchen. Lieben wir. Und da habe ich einmal von Annemarie Börlind die Hyaluron Augenpads drin. Das soll halt in dem Sinne Feuchtigkeit spenden sein. Die sind halt wirklich ähnlich auch von der von dem Empfinden her, wie die von Dalton. Aber hier hat man Duft mit dabei. Das hast du bei denen von Dalton halt nicht. Ich mag die aber von Annemarie Börlind sehr, sehr gerne. Die sind auch echt gut. Und dann habe ich Revita Sun meets Marula Sommer auf der Haut. Summer on your skin. Marula Oil Beauty Elixir. 5ml. Ein Gesichtsöl mit Lichtschutzfaktor 30 haben wir hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der Anti-Aging, hoher Gehalt in Antioxidantien. Oh, kannst du sogar als Primer verwenden. Das ist ja was. Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass du damit einen Teint, also quasi, das ist nämlich, oh Gott, ich kann schon wieder keine Sätze reden. Es ist kein Selbstbräuner, genau. Also es macht halt in dem Sinne einen Lichtschutzfaktor. Ich frage mich bei einem Öl immer wieder, wie kriegt man das denn hin, dass man halt auch genau richtig viel auftragen kann? Denn selbst meine trockene Haut ist nicht so, dass sie das Ganze einziehen kann in der Menge, wo man das ja normalerweise auftragen müsste. Ne? Egal, haben wir hier drin, finde ich schön, ist nett. Am 13. Dezember sind wieder unsere Parfüm-Miniaturen-Liebhaber gefragt. Denn wir haben hier Versace Parfum oder Versace Parfum Dylan Purple. Hier drin. 5ml von dem Eau de Parfum. Mega cool. Wow, oder? Ich glaube, letztes Jahr hatten wir das Blue hier drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Und hier haben wir halt diesen kleinen Mini-Flakon. Sieht extrem schön aus, ne? Doch, das ist hübsch. Am 14. Dezember erwartet uns wieder ein Produkt für die Haare. Da wir jetzt ja schon mal ein Shampoo drin hatten, hatte ich darauf gehofft, dass wir jetzt einen Conditioner finden. Aber das hier ist leider auch wieder ein Shampoo. Von Ava Puhi, Wild Ginger, also mit Ingwer, Repair Moisturizing Leather Shampoo, ein Ledershampoo, Kera Triplex, ultra reichhaltig, Farbschutz. 50ml haben wir hier drin. Ja, Farbschutz brauche ich jetzt nicht. Also ich habe meine Haare noch nie gefärbt. Außer irgendwelche bunten One-Night-Tönungen. In meiner Punkzeit habe ich da nichts rangelassen bislang. Und ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Ingwerduft passt auf jeden Fall auch zum weihnachtlichen Gedönsen. Unsere zweite Gesichtscreme erwartet uns am 15. Dezember von Ahava Time to Hydrate Essential Day Moisturizer für normale bis trockene Haut mit 15ml. Ahava ist eine super angenehme Marke. Ich mag super gerne auch diese Dead Sea-Reihe von denen. Die riechen auch wirklich angenehm und deswegen schön, dass es hier mit dabei ist. Zum 16. Dezember erwartet uns ein Produkt von Alessandro und zwar ist es der Express Nail Hardener, ein Nagelhärter und das sind 5ml. Sowas kann man auch recht gut als Basecoat verwenden bei der Maniküre, ne? Und das ist auch wirklich eine gute Geschichte zur Weihnachtszeit, wenn man ja auch einfach Geschenke einpackt, Adventskalender auspackt. Da kommt ein Nagelhärter doch ganz gut. Letztes Jahr hatten wir irgendwie so ein komplettes 7er Ampullenset von Barbour, glaube ich, mit drin. Jetzt haben wir eine Woche vor Heiligabend eine Ampulle, die Perfect Glow Ampulle. Das ist natürlich auch irgendwie ganz schön. Die kann man dann morgens verwenden, damit das Gesicht auch eine entsprechende Strahlkraft bekommt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, dass wir hier auch eine optische Wirkung mit dabei haben. Also, dass du nicht nur Vitamin C generell in dem Produkt drin hast, was der Glow spendet, sondern halt auch so ein bisschen Schimmer oder so. Ich meine schon, weiß ich aber gerade nicht ganz
genau. Aber eine Ampulle halt, ne? Naja, aber sie ist drin und das ist okay, denn Barbo-Ampullen haben wirklich auch eine gute Qualität. Am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, erwartet uns unsere dritte Gesichtscreme. Ich sage immer drei von einer Sorte und dann ist gut gewesen. Die macht dann den Topf auf jeden Fall zu, den Deckel zu. NYX Mavillon's Lift ist das eine Firming Powdery Cream mit 15 Millilitern, die halt entsprechend auch glätten soll, ne? Eine Gesichtscreme kann man gut gebrauchen und ja, dann schauen wir jetzt mal weiter. Ich glaube, das ist auch ein alter Bekannter. Primavera, alles Liebe, Sweet Love, Handcreme mit Rose und Mandarine, 50 Milliliter haben wir hier drin. Handcreme in Adventskalendern begrüße ich persönlich immer sehr, weil man es halt einfach gut gebrauchen kann in der Zeit, ne? Und aber erinnert mich an letztes Jahr. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das ein oder andere Déjà-vu. Ich glaube, dass auch die Nummer 20 im Doppelpack kommt, denn es ist zusammengeklebt, aber die hing halt so ein bisschen zur Seite ab. Da habe ich hier von Elizabeth Arden, New York, Advanced Ceramide Capsules. Das sind Kapseln mit, also 7 Kapseln. Insgesamt sind das 3,2 Milliliter. Die haben wir hier, sieht man gar nicht, hier drin. Und sehr, sehr praktisch, sehr, sehr cool, mag ich gerne leiden, habe ich auch schon mal verwendet. Es ist wirklich so ein total samtiges Gefühl, wenn man sowas verwendet, ne? Mag ich, finde ich gut. Und dann habe ich hier von Hey Organic etwas mit dabei, The Ultra Hydrator Second Skin Sheet Mask mit Superfood. Fill up your must-have for glowing skin, intense moisture, smooth skin, okay, soll alles super machen. Und das Maskenvlies soll 100% biologisch abbaubar sein, was ich auch sehr cool finde. Und von Hey Organic habe ich so noch nie eine Tuchmaske gesehen. Deswegen ist es für mich persönlich eine Innovation hier. Geiles Produkt in der Nummer 21, aber leider das vierte von seiner Sorte und deswegen finde ich es blöd. Und zwar von Shiseido Jinza Tokyo Vital Perfection Uplifting and Firming Cream. 15 Milliliter haben wir hier drin. Also, ne, Shiseido, sackenteuer, super hochpreisige Marke und hast du nicht gesehen. Also da freut man sich theoretisch drüber, aber es ist schon ein bisschen viel, ne? Also an Gesichtscremes hier. Und schöner Mini-Flakon, mag ich gerne leiden. Hätten sie eine von den anderen vielleicht weglassen können. Aber die ist schon cool. Auch wenn das, glaube ich, auch eine Déjà-vu-Geschichte für mich jetzt ist. Die zweite Schnapszahl, die Nummer 22, hat sich genau daneben befunden. Und hier haben wir auch wieder ein Parfum drin enthalten mit 4 Millilitern. Musk Noir Rose von Narciso Rodriguez. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das schreit doch eigentlich meinen Namen, oder? Muss ich mal gucken. Weil Narciso Rodriguez macht mir auch gerne mal Kopfschmerzen vom Duft her. Ich weiß es nicht. Und das ist nämlich ein Sprayer. Das haben die nämlich in jedem Adventskalender drin, dass du halt Miniaturen hast und ein Sprayer. Oh, das ist eigentlich schon mein Duft, ne? Oh mein Gott, riecht so, so angenehm blumig. Ich liebe es eigentlich total. Warum bin ich so wehleidig? Ich kann es doch einfach behalten. Ich habe den Adventskalender gekauft, ne? Manchmal bin ich auch ein bisschen weird in meinem Kopf. Der 23. Dezember haut einen raus. Eine Augencreme von Sensai. Oh mein Gott. Sackteuer, das Ding. Ne? 2 Milliliter habe ich auch schon mal verwendet, aufgebraucht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Würde ich die jemals nachkaufen, müsste ich hier irgendwie irgendwas verpfänden. Ich meine allein, dass du so ein Pöttchen, das ist der Wahnsinn. Ne? Wobei die ich aufgebraucht habe, sah ein bisschen anders aus. Die war dunkler. Melty Rich Eye Cream, die habe ich nicht aufgebraucht. Und hier steht witzigerweise auf dem Tiegel drauf 1,5 Milliliter. Und hier auf der Umverpackung 2 Milliliter. Ja, das ist, weil hier noch was drin ist. Und zwar das die Refreshing Eye Essence mit 2 Millilitern. Habe ich mich gerade so verlesen? Oh, eins auf der linken Seite, eins auf der rechten. Okay, also haben wir hier 2 Augencremes drin. Nö, dann ist alles super. Finde ich sogar richtig cool. Dann hast du die Möglichkeit, 2 verschiedene Augencremes auszuprobieren von Sensai. Der Wahnsinn in Tüten, ne? Vielleicht eine für abends, eine, ja, die würde ich abends nehmen, die Rich-Variante und die Refreshing morgens. Nice! Seid ihr auch so gespannt auf den 24. Dezember? Dekorative Kosmetik ist ja irgendwie gerade nicht so wirklich am Start gewesen. Naja, schauen wir mal, was wir hier an Heiligabend bekommen dürfen. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Türchlein. Eine riesige Tür. Ach was. Okay, wer hätte das gedacht? Cool, also zuallererst dürfen wir an Heiligabend duschen. Das finde ich nett, ne? Kann man auf jeden Fall gebrauchen. My Honey von Tony Gard, ein Duschgel mit 150 Millilitern. Das hat definitiv seinen Preis. Und das riecht auch richtig gut. Oi, 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 oi. Das hat zwar auch irgendwas Zitrisches mit dabei, aber ich mag den Duft.
Ich glaube, meine Mama riecht so. Interessant. Okay. Und dann habe ich hier von Catrice die Lavender Breeze Pro Slim Eyeshadow Palette. Ja, hier muss ich nur leider sagen, die Pro Slim Reihe ist richtig, richtig gut. Aber die Peach und die Lavender Geschichte, die haben bei mir damals abgelost und bei super vielen anderen meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Die waren nicht ganz so beliebt. Ich meine, schön, ne? Aber schwierig, schwierig, schwierig. Kannst du neutrale Looks mitschminken, aber halt auch mit dem Lila was Eskalatives planen, ne? Wobei du hier halt nicht so super viel Lila drin hast. Du hast halt hier diesen einen Lila-Ton und hier so ein bisschen in den beiden was mit dabei. Aber ja, das ist halt eigentlich eher eine kühle Palette, die man so dann hat. Interessant. Wirklich interessant. Ja, und das ist jetzt auch einmal der interessante Inhalt von dem Adventskalender von Parfüm Dreams. Die hätten für mich definitiv die ein oder andere Gesichtscreme oder Bodylotion oder so oder Dusche tatsächlich auch gegen ein dekoratives Kosmetikprodukt austauschen können. Ich meine, Mascara, hallo, da hatten wir damals echt ein bisschen mehr Freude mit dekorativer Kosmetik. Da hatte man auch mal ein Lippi drin und so. Feiere ich persönlich einfach auch mehr. Natürlich, wir haben am Ende hier eine Lidschattenpalette drin, ne? Das ist eigentlich echt geil. Und wir haben Sensai, Shiseido, wir haben ja auch Versace, wir haben krasse Marken hier drin, Revlon, schöne Parfümminiaturen. Also da werden wirklich auch viele Leute mit glücklich werden. Aber ich finde, es ist jetzt noch nicht so optimal. Und ich finde tatsächlich den von Douglas auch besser. Und ich habe hier auch einige Déjà-vus drin gehabt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das ist so mein Gefühl. Da hätte mehr kommen können, oder? Dennoch gehe ich davon aus, dass der Wert exorbitant krass wieder sein wird. Ne, das ist halt das, was wir halt immer so erleben, dass gerade bei solchen Adventskalendern die Firmen ordentlich einen raushauen und uns damit halt wirklich auch eine Freude machen. Weil ich meine, 59,95 für die Produkte, die ich hier stehen habe, ist ein Schnapp. Definitiv. Und da beschwere ich mich auch nicht. Ich sag halt nur, die letzten Jahre war es halt irgendwie ein bisschen krasser. Aber na, ihr Lieben, ich bin ein bisschen erfolgsverwöhnt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.